Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, werte Abgeordnete, das Thema Europäische Union als aktuelle Debatte erst einmal aufzumachen heute ist sehr zu begrüßen. Allerdings ist dieses Thema so umfänglich und komplex, wir haben es schon gerade gemerkt, dass wir es hier in dieser Debatte auch wieder nur anreißen und keinesfalls erschöpfend behandeln können. Zuallererst sollten wir bei diesem Thema den Versuch einer Begriffsdefinition vornehmen. In vielen Politikfeldern meint man heute nämlich, über das Gleiche zu sprechen, redet aber eigentlich völlig aneinander vorbei. Kommen wir daher erstmal zu dem Begriff Europa. Europa ist ein Kontinent, das wissen wir. Europa ist allerdings auch die Summe der einzelnen Nationalstaaten, der gemeinsamen bewegten, teils glorreichen, teils düsteren Geschichte. Es ist im weitesten Sinne auch eine Werte- und Schicksalsgemeinschaft. Und ja, es ist ebenso ein gewisser Machtfaktor und Taktgeber in dieser Welt, wirtschaftlich, militärisch und anderweitig. Ich unterstelle, dass bis hierhin ein Konsens unter den hier Anwesenden und soweit auch ein klares Bekenntnis zu einem gemeinsamen Europa herrscht. Kommen wir nun aber zum Begriff, zum sehr strapazierten Begriff Europäische Union. Die Europäische Union, die EU, ist nichts Natürliches. Nichts automatisch aus langer Leidensgeschichte gewachsen ist und kein auf Gedeih und Verderb verschweißtes Gebilde wie Europa. Die EU ist, vor allem in ihrer heutigen Form, gipfelnd in der Euro-Währungsunion und in ständig vorangetriebenem Zentralismus zuallererst ein ideologisches Konstrukt, welches in dieser Art wissentlich, ich betone wissentlich und berechnend, gegen den Mehrheitswillen der Bevölkerung, zumindest der Deutschen, installiert und von oben vordiktiert wurde. Die EU in ihrem Ist-Zustand ist nichts weiter als ein Instrument der Knebelung von Nationalstaaten, der Ausbeutung einzelner Völker und der Gleichmacherei, welches der Umverteilung von unten nach oben Vorschub leistet und die Vielfalt der oft kultur- und traditionsreichen Nationalstaaten lieber heute als morgen hinwegfegen möchte. Das ist die EU, werte Abgeordnete, die von ihren meist linken Jublern als moderne und einzig gangbare europäische Zukunft gepriesene EU ist mit ihrem, wie ich ganz klar feststellen muss, postkommunistischen Zentralismuscharakter tatsächlich ein Konstruktionsversuch von vorgestern. Werte Abgeordnete, an dieser Stelle könnten die Ansichten hier im Saal vielleicht doch schon ein klein wenig auseinandergehen. Aber das ist nicht schlimm. Aber egal, wie man zur EU steht, völlig egal. Fakt ist, dass diese teils undemokratisch und unter Anwendung von unsauberen Winkelzügen konstruierte Union, ich erinnere nur an die Aufnahme von Griechenland in die Währungsunion, mit ihrem Anspruch von Diktat und Einmischung den Frieden und das zuträgliche Miteinander in Europa nicht sicherstellen konnte, sondern immer öfter Grund für Konflikte jeglicher Art zwischen den einzelnen Nationalstaaten ist. Wer heute wie die AfD für ein friedliches Europa der Vaterländer steht, der lehnt heute auch den Moloch EU aus ganzer Überzeugung ab.
Nun haben wir zumindest hinsichtlich unserer Begriffsdefinition, des Begriffsverständnisses erstmal Klarheit geschaffen und Sie wissen, wovon die AfD spricht, wenn sie über Europa und die EU diskutiert. Ganz spannend und erhellend, heute viel zu oft außer Acht gelassen, ist aber ein noch völlig anderer Aspekt. Schauen wir uns nämlich einmal den Ursprungsgedanken zur EU und demgegenüber wiederum das Gebilde, das aufgeblähte Monstrum an, das wir heute vor uns haben. Der ursprüngliche Gedanke, die Staaten Europas nicht nur einer Wirtschaftsgemeinschaft, sondern weit darüber hinaus zu einen und eine Union zu bilden, war ja erstmal ein hehres Ziel. Allerdings war dabei das Endziel der europäischen Einigung ein völlig anderes als das, was wir heute vorfinden. Ich darf dazu Helmut Kohl, einen Vordenker und Verfechter der EU, zitieren. Der Nationalstaat geht nicht unter. Der Begriff Vereinigte Staaten von Europa ist falsch. Die EU wird nie von den Vereinigten Staaten von Europa abgelöst. Zitat Ende. Werte Abgeordnete, merken Sie da was? Aber es geht noch deutlicher. Und ich zitiere Helmut Kohl weiter. Die EU wird immer eine Summe von vielen sehr unterschiedlichen Kulturen, Traditionen und Sprachen bleiben. Zitat Ende. Werte Abgeordnete, vor allem der CDU, es geht sogar noch deutlicher. Hören Sie, was Ihr ehemaliger Vorsitzender und ein Urgestein Ihrer Partei noch sagte. Dieses Europa ist kein Europa, für das wir unsere Identität aufgeben. Eine Entwicklung der römischen Verträge war, dass die Länder des Vertrages von den Vereinigten Staaten von Europa zu sprechen begannen. Doch das war eine völlige Fehlentwicklung. Wir werden nie wie die USA sein. Wir, die EU, werden ein Staatenbund sein, aber wir werden bleiben. Deutsche und Franzosen. Er hat ganz klar herausgestellt, dass die Gleichmacherei, die hier betrieben wird, nicht der Ursprungsgedanke der EU ist und war. Wir können also feststellen, hier wird von einem Staatenbund von unterschiedlichen Kulturen, Traditionen und Identitäten, ja vom klaren Bestand der Nationalstaatlichkeit gesprochen. Mit diesen Aussagen würde ein Altkanzler Helmut Kohl heute, leider, muss man beschämenderweise feststellen, wahrscheinlich als rechtsradikal deklariert werden. Selbiges würde einen Charles de Gaulle mit seiner damaligen Ablehnung von Integration und auch eine Margaret Thatcher mit der gemeinsamen Forderung nach einem Europa der Vaterländer widerfahren. Diese Persönlichkeiten wären nach heutiger Lesart wohl Nazis oder zumindest in den Augen vieler Rechtspopulisten. Oder ist der linke Block hier anderer Meinung? Demgegenüber stehen beispielsweise im völligen Kontrast jüngere Äußerungen von einer Bundesministerin von der Leyen, die wiederum sagt, mein Ziel sind die Vereinigten Staaten von Europa, nachzulesen bei Spiegel Online. Wer nun also nicht bemerkt oder nicht bemerken will, und da richte ich meine Worte besonders auch wieder an die Abgeordneten der CDU-Fraktion, dass der Entwicklungsprozess der EU längst von links und links außen übernommen
und dominiert wurde und nichts mehr mit dem ehemaligen, durchaus vertretbaren Ansprüchen und Gedanken zu tun hat, der muss sich leider berechtigt vorwerfen lassen, bis heute politisch blind oder zumindest mächtig einfältig der großen linken CDU-Vorsitzenden mit wenig Rückgrat hinterher oder wohin auch immer gekrochen zu sein. Vielen Dank. Ich sehe keine Fragen. Dann danke den Abgeordneten Bongo für die